umgezogen, nachdem er durch die Stadt gefahren ist. Es waren wirklich Millionen Menschen versammelt auf dem Weg. Keiner kann sie zählen. Beim letzten Mal mit Papst Johannes Paul II. Sollen 5 Millionen Menschen in und um das Stadion dem Gottesdienst gefolgt sein. Der Gottesdienst heute folgt einem eigenen Schema. Es ist also nicht der Sonntagsgottesdienst vom zweiten Sonntag im Jahreskreis, sondern eine eigene Messe vom Santo Niño. Deswegen hat der Papst auch weiße liturgische Gewänder an. Santo Niño ist eine Statue des Jesuskinds aus dem 16. Jahrhundert, die hier in den Philippinen sehr verehrt wird. Sie stammt aus Cebu, aber ursprünglich wohl aus Spanien. Ein Soldat fand dieses Bild des Jesuskinds und wird seitdem sehr von der Bevölkerung hier verehrt. Und eben in diesem Augenblick inzensiert der Papst, ehrt mit Weihrauch diese kleine Statue eines Jesuskinds, gekrönt mit einer schönen Krone und einem feierlichen Mantel. Denn die liturgischen Texte sind von einer Votivmesse vom heiligen Namen Jesu. Das sind die Lesungen und von dort aus die Lesungen vom Fest des Santo Niño. Das Wetter ist hier nicht so gut. Es hat vorhin geregnet, als er durch die Papamobil durch die Straßen Manilas gefahren ist. Der Regen hat jetzt aufgehört, aber ich denke, es wird nicht ganz so schlimm sein wie in Tacloban gestern. Sie haben es vielleicht gehört, dass Papst Franziskus etwas früher abreisen musste wegen des schlechten Wetters. Und jetzt beginnt der Gottesdienst. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Peace be with you. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins. Nach der liturgischen Eröffnung leitet der Papst auf Englisch ein in den Bußakt. Control. Papa, don't put it in at the right hand of the Father to intercede for us.
May your mighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Orchester singen und spielen das Gloria. Geleitet wird der Chor von einem Franziskaner. Und das Ganze ist in Tagalog. Tagalog ist eine der wichtigsten Sprachen hier in den Philippinen. Es wird gesprochen in der Umgebung von Manila und ist so etwas wie eine der offiziellen Amtssprachen. Allerdings finden sich in dieser Sprache auch viele Wörter, die man auch wiedererkennt. Sie stammen aus dem Spanischen, teilweise aus dem Englischen und weiteren Sprachen. Das ist also alles, was dort eingeflossen ist im Laufe der Jahrhunderte. Der prächtige Komposition, um Gott zu preisen am Anfang dieser Heiligen Messe.
Let us pray. Lasst uns beten. As we venerate the most holy name of Jesus. Gütiger Gott, wir verehren den Namen Jesu, deines Sohnes, und danken dir, dass du uns durch ihn gerettet hast. Lass uns schon in diesem Leben die Seligkeit verkosten, die aus diesem Namen kommt, und einst in deinem Vaterhaus die Fülle der Freude empfangen, die er verheißt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. In the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Folgt nun die erste Lesung aus dem Buch Jesaja im 9. Kapitel. Die Lesung wird in Tagalog vorgetragen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Vorgetragen wird die Lesung von einer Blinden. Divina Zambales ist ihr Name. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Der Antwortpsalm lautet: Alle Enden der Erde schauen Gottes Heil, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Hat mit seiner Recht geholfen und mit seinem heiligen Arm. Psalm 98. All the ends of the earth have seen the saving power of God. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Sing to the Lord a new song, for he has done wondrous deeds.
His right hand has won victory for him. His holy arm. Holy as of the earth, has seen the saving power of God. The Lord has made salvation known. In the sight of the nations, he has revealed his justice. He has remembered his kindness and his faithfulness toward the house of Israel. Die zweite Lesung ist aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Sie wird vorgetragen von José Francisco Lacson. Er ist a Great Seventh Seminarian, so lese ich hier in meinen Unterlagen. Sprich, also er bereitet sich vor auf das Priestertum. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Also er ist ein kleiner Seminarist, wie man bei uns früher sagte, sprich, also er ist noch Schüler und wird aber dann vielleicht dann später in ein Priesterseminar gehen. Brüder und Schwestern, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Denn ich habe von eurem Glauben an Jesus, dem Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. The word of the Lord. Ja, es hat wieder angefangen zu regnen. Der Franziskaner hat auch seine Kapuze sich aufgezogen, damit er nicht nass wird. Und es beginnt die Halleluja-Prozession zur Verkündigung des Evangeliums. Der Vers ist aus dem Johannesevangelium. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Amen.
Das Evangelium ist aus dem 10. Kapitel von Markus. People were bringing their little children to Jesus, that he might touch them. In jener Zeit brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Whoever does not accept the kingdom of God like a child shall not enter it. Then he embraced the little children and he blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Papst Franziskus segnet die Menge mit dem Evangeliar, aus dem eben gerade dieser Abschnitt mit dem Evangelium von Jesus mit den Kindern vorgetragen wurde. Ich habe hier das Manuskript der Predigt auf Deutsch, aber er spricht immer wieder auch mal frei. Also von daher verzeihen Sie mir, falls ich irgendwie dann versuche, dann das zu übersetzen bzw. zusammenzufassen. A child is born to us. A song is given us. The special call, joy to me. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Es ist mir eine besondere Freude, den Jesuskindsonntag, den Santo Niño, mit euch zu feiern. Das Bild vom heiligen Jesuskind begleitete von Anfang an die Verbreitung des Evangeliums in diesem Land. Mit königlichen Gewändern bekleidet und einer Krone auf dem Haupt trägt es das Zepter, den Globus und das Kreuz.
So erinnert es uns ständig an die Verbindung zwischen dem Reich Gottes und dem Geheimnis der spirituellen Kindschaft. Whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Jesus sagt es uns im heutigen Evangelium, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das Jesuskind verkündet uns fortwährend, dass das Licht der Gnade Gottes über eine Welt aufgestrahlt ist, die in der Finsternis wohnte. Es hat die frohe Botschaft unserer Freiheit von der Sklaverei gebracht und uns auf die Wege des Friedens, des Rechtes und der Gerechtigkeit geführt. Der Santo Niño erinnert uns auch an unsere Berufung, Christi Reich auf der ganzen Welt zu verbreiten. In these days, during my visit, I have listened to you sing the song, "We are all God's children." In diesen Tagen während meines ganzen Besuchs habe ich euch das Lied singen hören, wir alle sind Kinder Gottes. Das ist es, was das Jesuskind uns sagt. Es erinnert uns an unsere eigentliche Identität. Wir alle sind Kinder Gottes, Mitglieder der göttlichen Familie. Heute hat der heilige Paulus uns verkündet, dass wir in Christus Gottes Adoptivkinder geworden sind. Brüder und Schwestern in Christus. Das ist es, was wir sind. Das ist unsere Identität. Einen wunderschönen Ausdruck haben wir davon gesehen, als die Philippinen sich um unsere vom Taifun betroffenen Brüder und Schwestern geschart haben. Der Apostel sagt uns, dass wir reich gesegnet sind, da Gott uns erwählt hat. God has blessed us in Christ with every spiritual blessing. Gott hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Diese Worte haben auf den Philippinen einen besonderen Klang, denn es ist das führende katholische Land in Asien. Das ist schon in sich ein besonderes Geschenk Gottes, ein besonderer Segen. Aber das ist auch eine Berufung. Die Philippinen sind berufen, hervorragende Missionare des Glaubens in Asien zu sein. God shows and blessed us for a purpose. To be holy and blameless in His sight. He chose us, each of us, to be. Gott hat uns zu einem bestimmten Zweck erwählt und gesegnet, heilig und untadelig vor ihm zu sein. Er hat uns erwählt, einen jeden von uns, damit wir in dieser Welt Zeugen seiner Wahrheit und seiner Gerechtigkeit sind. Er hat die Welt als einen wunderschönen Garten erschaffen und uns aufgefordert, für ihn zu sorgen. Doch durch die Sünde hat der Mensch diese natürliche Schönheit entstellt. Durch die Sünde hat der Mensch auch die Einheit und Schönheit unserer Menschheitsfamilie zerstört und Gesellschaftsstrukturen geschaffen, die Armut, Unwissenheit und Korruption fortbestehen lassen. Manchmal, wenn wir überall um uns Mühen, Schwierigkeiten und Unrecht sehen, sind wir versucht aufzugeben. Es scheint, als gelten die Verheißungen des Evangeliums nicht, als seien sie unrealistisch. Doch die Bibel sagt uns, dass die große Gefährdung von Gottes Plan mit uns von jeher die Lüge ist. Der Vater, der Teufel, ist der Vater der Lügen. Oft verbirgt er seine Fallen hinter dem Anschein der Kultiviertheit, hinter der Verlockung, modern und wie alle anderen zu sein.
like everyone else. He distracts us with the lure of ephemeral pleasure, superficial passions. Er lenkt uns ab mit dem Köder kurzlebiger Vergnügungen, oberflächlichen Zeitvertreibs. Und so vergeuden wir unsere gottgegebenen Geschenke und Gaben, indem wir uns mit Schnickschnack beschäftigen. Wir verschwenden unser Geld für Spiel und Getränke und drehen uns um uns selbst. Wir vergessen, auf die Dinge ausgerichtet zu bleiben, auf die es wirklich ankommt. We forget to remain at heart, children of God. Wir vergessen, im Innersten Kinder Gottes zu bleiben. Das ist Sünde. Im Herzen zu vergessen, dass wir Kinder Gottes sind. Denn Kinder haben, wie der Herr uns sagt, ihre eigene Weisheit, die nicht die Weisheit der Welt ist. Darum ist die Botschaft vom Jesuskind so wichtig. Es spricht uns alle zutiefst an. Es erinnert uns, das Santo Niño, an unsere eigentliche Identität, an das, was wir als Gottes Familie zu sein berufen sind. Der Santo Niño, das Jesuskind, erinnert uns auch daran, dass diese Identität geschützt werden muss. Christus als Kind ist der Schutzherr dieses großen Landes. Als er in die Welt kam, war sein eigenes Leben durch einen korrupten König bedroht. Jesus selbst bedurfte des Schutzes. Er hatte einen irdischen Beschützer, den heiligen Josef. Er hatte eine irdische Familie, die heilige Familie von Nazareth. So, auf diese Weise erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Familien zu schützen. Wie auch jene umfassenderen Familien, nämlich die Kirche, die Familie Gottes und die Welt, unsere Menschheitsfamilie. Leider muss die Familie in unseren Tagen allzu oft gegen heimtückische Angriffe und Programme verteidigt werden, die im Gegensatz zu all dem stehen, was uns wahr und heilig ist, zum Schönsten und Edelsten in unserer Kultur. All that is most beautiful and noble in our culture. In the Gospel, Jesus. Im Evangelium empfängt Jesus die Kinder, er umarmt und segnet sie. Auch wir müssen unsere Jugendlichen schützen, führen und ermutigen. Und indem wir ihnen helfen, eine Gesellschaft aufzubauen, die ihres großen spirituellen und kulturellen Erbes würdig ist. Besonders müssen wir jedes Kind als ein Geschenk betrachten. Ein Geschenk, das angenommen, gehegt und beschützt werden muss. Und wir müssen uns um unsere jungen Menschen kümmern und nicht zulassen, dass ihre Hoffnung beraubt und dazu verurteilt werden, auf der Straße zu leben. It was a frail child in need of protection who broke God's. Ein zartes, schutzbedürftiges Kind war es, das Gottes Güte, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in die Welt brachte. Gottes Sohn widersetzte sich der Unehrlichkeit und der Korruption, welche die Erbschaft der Sünde ist, und besiegte sie durch die Kraft des Kreuzes. Now, jetzt, am Ende meines Besuchs auf den Philippinen, empfehle ich euch ihm, Jesus, an, der als Kind in unserer Mitte kam. Möge er all die geliebten Menschen dieses Landes befähigen, zusammenzuarbeiten, indem sie beim Aufbau einer Welt der Gerechtigkeit, der Rechtschaffenheit und des Friedens einander beschützen, angefangen bei euren Familien und Gemeinschaften.
integrity, and peace. Möge das Jesuskind, das Santo Niño, weiterhin die Philippinen segnen und die Christen dieser großen Nation in ihrer Berufung unterstützen, in Asien und in der ganzen Welt Zeugen und Missionare der Freude des Evangeliums zu sein. In Asia and in the whole world. And please, don't forget to pray for me. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gott segne euch. Moments of silent reflection. Der Sprecher lädt die Gemeinde auf, einen Moment in Stille über die Gedanken des Papstes in der Predigt nachzusinnen. Papst Franziskus hat den Santo Niño in den Mittelpunkt seiner Predigt gestellt, also das Jesuskind, der in seiner Weise Schutzherr dieses Landes ist, und sie aufgerufen, sich des Schutzes der Familie anzunehmen, damit auch dieses Volk eben die Mission annehmen kann, die aufgetragen ist, nämlich Missionare des Glaubens in ganz Asien zu sein. Er sprach auch von den Gefährdungen, die auch diese Gesellschaft erlebt, gerade was Kinder angeht. Hat auch in dieser Predigt wieder ganz klar das Problem der Korruption angesprochen und wünscht sich eine Gesellschaft der Gerechtigkeit, der Rechtschaffenheit und des Friedens. Der Teufel ist der Vater der Lügen. Auch das ist etwas, was Papst Franziskus hier erinnert hat. Es folgt nun das Credo. I believe to God. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Das Credo wird auf Tagalog gesprochen. Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ja, Sie kennen den Text. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Brüder und Schwestern, wenn wir nun unser Gebet für unsere Gemeinschaft und für die ganze Welt erheben, lasst uns alle nicht nur für unsere eigenen Bedürfnisse und Anliegen zu unserem Herrn Jesus Christus beten, sondern für das ganze Volk. Vers, der gesungen wird, lautet: Lass zum Herrn uns beten, Herr, erhöre unser Gebet. Für die Kirche, unsere Mutter und Lehrmeisterin, dass sie weiterhin treu ihre Heilssendung erfülle, ihre Kinder zu lehren, ihnen Orientierung zu geben und sie zu nähren. Let us pray to the Lord. Panginoon,
Für unseren Papst Franziskus, unsere Bischöfe und alle Geistlichen, dass sie die Kraft haben mögen, die ihnen durch den guten Hirten anvertraute Herde großherzig zu weiden. Let us pray to the Lord. Für alle Nationen der Welt, dass sie gemeinsam für den Dialog der Solidarität, die Kultur des Friedens, Güterteilung und Großherzigkeit durch Menschen guten Willens tätig werden. Let us pray to the Lord. Für diejenigen, die ein öffentliches Amt bekleiden, dass sie stets nach den Wegen der Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit streben und unser Volk ehrlich, rechtschaffen und integer führen und leiten. Let us pray to the Lord. Für die Armen, die Alten und Kranken und alle Menschen in Not, dass sie durch unsere Liebe zu ihnen als Brüder und Schwestern gestärkt werden. Let us pray to the Lord. Für uns alle, die wir hier versammelt sind, dass wir in unserem Glaubensleben erneuert werden und an der Formung und Gestaltung der Kirche und der Gesellschaft nach den Werten des Evangeliums aktiv teilhaben. Let us pray to the Lord. O Herr, wir bitten dich, neige dein barmherziges Ohr unserem Gebet zu und höre voll Güte auf die Bitten derer, die zu dir rufen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Damit ist der Wortgottesdienst an ein Ende gekommen. Es beginnt nun die Eucharistie im engen Sinne mit der Gabenbereitung. Als erstes kommt eine Familie. Ich habe ja einige Informationen hier. Sie kommen aus einem Fischerdorf in Bakur. Sie haben erst vor 2 Jahren geheiratet und ein Kind, was sie bekommen haben, haben sie John Francis genannt, nach Johannes Paul II. Und Papst Franziskus. Außerdem dabei noch eine andere Familie aus Betis Papanga. Haben
3 Söhne und 3 Töchter und 5 Enkel. Er ist derjenige, der das große Kreuz hier geschaffen hat, das hier im Stadion aufgestellt ist. Ah, da sind sie, das sind die beiden aus dem Fischerdorf. Franziskus unterhält sich mit den Familien ein wenig und segnet sie. Diese Messe ist sicherlich der Höhepunkt der ganzen Reise. Es ist die einzige Möglichkeit, dass viele, viele Menschen ihn überhaupt sehen können. Denn dieses große katholische Land mit 100 Millionen Einwohnern ist eben wirklich in Erwartung gewesen, dass sie Papst Franziskus sehen können. Und oft reichte der Platz nicht. Und hier in dem Stadion ist der Ort, wo diese Nation auch immer wieder wichtige Ereignisse ihres gemeinsamen Lebens feiert. Wenn Präsidenten eingeführt werden, wenn nationale Feierlichkeiten stattfinden. Heute Morgen fand ja bereits einiges statt, Ortszeit, und zwar zum einen ein Treffen mit Vertretern verschiedener Religionen, allerdings in einem etwas kleineren Rahmen als damals in Ceylon, und vor allen Dingen eine Begegnung mit Jugendlichen in der Universität von des Heiligen Thomas in Manila, eine von Dominikanern geführte Universität. Das muss sehr bewegend gewesen sein. Es gab ein Zeugnis von 3 Jugendlichen, ein Kind, und das eine Kind konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu weinen, und Papst Franziskus hat es umarmt und daran erinnert, dass nur wer weinen kann, wirklich sensibel und fähig ist zum Mitleid und zur Nähe mit denen, die leiden. Das war sicherlich emotional gesehen auch einer der starken Momente dieser Reise. Papst Franziskus hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Glaube eben nichts Abstraktes, Fernes, Rituelles, Liturgisches allein ist, sondern immer konkret. Wirklichkeit ist wichtiger als Ideen, ist die Überschrift unseres Berichts, den Sie auf unserer Webseite www.radiovatikan.de finden können. Papst Franziskus hatte eine Rede vorbereitet, die er aber dann so nicht gehalten hat, sondern einfach sich mit Worten der Nähe an dieses Mädchen gewärmt hat und auch an alle anderen, die anwesend waren. Übrigens hat er bei diesem Gottesdienst auch an die junge Frau erinnert, die bei dem Gottesdienst gestern ums Leben gekommen ist. Es war ja sehr stürmisch in Tacloban und ein Gerüst fiel um und sie ist dann später den Verletzungen erlegen. Sie bat alle Anwesenden, für sie zu beten. Es gab einen Moment der Stille und ein Ave Maria. Und dann noch einmal ein Gebet für die Eltern. Es war nämlich die einzige Tochter der Eltern. Also auch da wirklich ein Moment großer Betroffenheit und gleichzeitig aber auch gläubigen Vertrauens darauf, dass alles in Gottes Hand geborgen ist. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.
for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. Bless Almighty Father. Allmächtiger Gott, in sicherem Vertrauen auf das Wort deines Sohnes bitten wir in seinem Namen, nimm die Gaben an, die wir dir darbringen, und heilige sie durch ihn, Christus, unseren Herrn. Your bare hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right in us. Meridinum justum est. Betet nun auf Lateinisch. In Wahrheit ist es würdig und recht, billig und heilsam, dir, Vater im Himmel, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Am Festtag dieses ehrfurchtgebietenden Geheimnisses ist er, der unsichtbare Gott, sichtbar als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen. Er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen wir dich im Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Te laudamus, jucunda celebratione clamantis. Domine, et merito te laudant omnes te condita creatura, et per filium. Papst Franziskus betet das dritte Hochgebet. Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare in undecimis, ut a solis ordo usque ad ocasum, oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplices ergo te Domine de precam, ut ec munera quae tibi sacranda de tulim, eodem spiritus sanctificare vinieris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ac mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, acceptit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo postquam senatum est accipiam et calicem et tibi gratias agens benedixit dedique discipuli suis dicens accipite et vivite ex eo omnes hic est enim calis sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Memore sigitur Domine, iusem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum ex santum. Respice quesumus in oblazione in ecclesiae tue, es agnoscens ostia in cuius voluisti immolazione placari, concede, o che corpore et sanguine fili tui reficimus, spiritus eius santo repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, et cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei Genetrice Maria. Das ist Kardinal Tagle, der Erzbischof von Manila, der diesen Teil des Hochgebets spricht. Et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetua, apute confidimus adjuvar. Et costia nostrae reconciliationes proficia, quemus Domine, oda tuius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinandum in terra, in fede caritate firmare degneris, cum favore tuo Papa nostro Francisco, et episco nostro Aloisio Antonio, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue, votus tuve familiei, cum tibi etare voluisti ad este propitius, omnes filius tuos ubique dispersus, tibi, clemens pater, miseratus conjunge, prastis nosus defuntus et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo tensierunt in regnum tuum benignus admite, ubi fori esperamus, ut simul gloriae tuae perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen.
Papst Franziskus leitet nun ein und über zum Gebet des Vaterunsers. From every evil, yourself grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Der Herr zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Die Anwesenden wechseln einen Friedensgruß aus und da sind auch Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu mitgemeint, eingeschlossen in den Frieden, den Christus alleine geben kann.
Der Chor singt das Agnus Dei, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, gib uns deinen Frieden. Takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should come to under my feet, but only say the word, and my soul shall be. Wir alle sind Kinder Gottes. Papst Franziskus hat den Text dieses Liedes erwähnt in seiner Predigt. Das ist in diesen Tagen häufiger gesungen worden. Und das ist das, was in der Kommunion realisiert wird, nämlich die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus. Papst Franziskus hat in seiner Predigt gesagt, dass das unsere eigentliche Identität ist, Kinder Gottes zu sein, Mitglieder der göttlichen Familie. Das ist aber nicht nur eine abstrakte Sache, ich sagte es schon vorhin, sondern es ist eine Wahrheit, die sich im Leben realisiert. Er selber hat gesagt, dass das einen wunderschönen Ausdruck bekommen habe, als die Philippinen sich um die vom Taifun betroffenen Brüder und Schwestern im letzten Jahr geschart haben. Das ist es auch, was dann die Menschen dazu befähigt, diese göttliche Berufung anzunehmen, nämlich Segen zu sein. Möge das Jesuskind die Philippinen weiterhin segnen und die Christen dieser großen Nation in ihrer Berufung unterstützen, in Asien und in der ganzen Welt Zeugen und Missionare der Freude des Evangeliums zu sein. So Franziskus am Ende seiner Predigt. Und die Herausforderungen, sie sind nicht wenige. Dieses Land, es ist ein sehr dynamisches Land, aber gleichzeitig leidet es unter der Korruption, unter sozialen Spannungen, unter der Armut und vor allen Dingen auch ist der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet durch die große Migration, die dieses Land prägt. Viele, viele philippinische Familien haben Angehörige, die im Ausland sind. Im Grunde genommen, das kann man sagen, trägt die philippinische Kirche das Glaubensleben nicht nur hier, sondern auch weit darüber hinaus. Selbst in unseren Breiten sind die philippinischen Christen oft diejenigen, die unsere Gotteshäuser bevölkern. Eine Erfahrung, die ich auch im Nahen Osten machen durfte. In Amman, in Jordanien, auch im Heiligen Land selber, in Palästina und Israel. Überall finden sich philippinische Gläubigen, die durch ihre Begeisterung für den Glauben auch die einheimischen Christen stärken und auch motivieren.
christlich zu leben und am Gemeindeleben teilzunehmen. Ähnlich ist das auch in Hongkong, Singapur und vielen, vielen anderen Gegenden der Welt. Insofern sind die philippinischen Christen tatsächlich Missionare im Sinne von Papst Franziskus. Solche Papstgottesdienste haben ja doch auch immer den Sinn, die Menschen auch in anderen Teilen der Welt daran zu erinnern, dass die Kirche katholisch ist, also weltumfassend, international, eben eine Weltkirche. Und wie es in unserem Glauben enthalten ist, ist die Kirche eben niemals nur eine, ja, auf einen Ort beschränkte Realität, sondern eine, die sich auf die ganze Welt bezieht. Und keines der Glieder darf verloren gehen. Auf keines der Glieder kann man verzichten. Und so sind auch wir auf die philippinische Kirche angewiesen, auf das, was sie einbringen kann in die Weltkirche, auf ihre spirituelle Potenz, die sich positiv auf die ganze Weltkirche auswirkt. Ich möchte auf dieser Stelle auf die Gestalt des Erzbischofs hinweisen, Kardinal Tagle. Er ist hier sehr beliebt, ein sehr junger Erzbischof und Kardinal. Ich glaube nicht, dass er schon 60 ist, bin aber jetzt nicht sicher. Und beim letzten Konklave galt er auch als einer der möglichen Kandidaten, auch wenn es viel überrascht hätte, vor allen Dingen, weil er eben noch so jung ist. Er ist geprägt von einer einfachen, sehr volksnahen, aber gleichzeitig auch ja, authentischen und aufrichtigen Spiritualität, die dieser Kirche in den letzten Jahren wirklich einen neuen Schwung gegeben hat. Wie überall in der Welt ist auch hier es so, dass die Kirche immer wieder auch in ihren eigenen Reihen dagegen zu kämpfen hat, gegen ja, Menschen, die das Evangelium Christi vergessen, die ihren eigenen Ruhm, ihre eigene Ehre suchen, die vielleicht auch die Kirche müde machen und schwerfällig, wo es mehr um das Geld und die Macht geht, als um die Nähe zu den Armen und Kranken. Und Kardinal Tagle ist einer, der wirklich für eine Kirche der Armen steht, für eine Kirche der Nähe, für eine Kirche der Solidarität. In diesen Tagen ist das auch mal wieder auch durch kleine Gesten deutlich geworden. Unsere Webpage, auf die ich jetzt nochmal hinweisen darf, www.radiovatikan.de, können Sie ein Interview hören mit einem deutschen Missionar, der lange Jahrzehnte schon in dem Land lebt und der darauf hinweist, ja, dass auch hier die Bischöfe teilweise sich wie kleine Fürsten aufführen. Das ist jetzt keine Spezialität von hier. Das passiert überall in der Welt und es ist Teil eben der Probleme, mit denen die Kirche zu kämpfen hat. Und trotzdem ist es nichts, was ja unseren Glauben jetzt irgendwie in Frage stellen könnte, sondern es ist eigentlich ein Aufruf, dass jeder an dem Ort, an dem er steht, versucht, wirklich Christi-Evangelium zu leben. Wir sind Menschen. Menschen sind gefährdet und gleichzeitig sind Menschen aber auch in der Lage, Gottes Barmherzigkeit anzunehmen und umzukehren. Auf diesem Hintergrund können wir auch die Worte verstehen, die Papst Franziskus in seiner Predigt gesprochen hat. Er sagte: Oft verbringt der Teufel seine Fallen hinter dem Anschein der Kultiviertheit, der Verlockung, modern und wie alle anderen zu sein. Er lenkt uns ab mit dem Köder kurzlebiger Vergnügen, oberflächlichen Zeitvertreibs. Und so vergeuden wir unsere gottgegebenen Geschenke, indem wir uns mit Schnickschnack beschäftigen. Er spricht dann auch das Problem an, unter dem viele Familien zu leiden haben und die auch so manche Familie in den Ruin getrieben hat. Er sagt: Wir verschwenden unser Geld für Spiel und Getränke und drehen uns um uns selbst. Wir vergessen, auf die Dinge ausgerichtet zu bleiben, auf die es wirklich ankommt.
Wir vergessen es, im Innersten Kinder Gottes zu bleiben. Denn Kinder haben, wie der Herr uns sagt, ihre eigene Weisheit, die nicht die Weisheit der Welt ist. Darum ist die Botschaft um Jesuskind so wichtig. Es spricht uns alle zutiefst an. Es erinnert uns an unsere eigentliche Identität, an das, was wir als Gottes Familie zu sein berufen sind. Also eine Meinung an alle hier. Die eigene Identität nicht zu vergessen, die Berufung als Kinder Gottes immer mehr zu verwirklichen und die dem Kind Gottes eigene Weisheit als das zu erkennen, was unser Leben prägen soll, nämlich die Abhängigkeit von Gott, eine Abhängigkeit, die frei macht, als Missionare Gottes tätig zu sein. Wollen wir uns auch von dieser Botschaft ansprechen lassen und immer mehr erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Denn Papst Franziskus wird nun das Schlussgebet sprechen und dann sind noch grußwerte Worte vorgesehen. Zum einen von Bischof Villegas, er ist Erzbischof von Lingayen Dagupan und Präsident der philippinischen Bischofskonferenz, sowie von Kardinal Tagle, dem Erzbischof von Manila.
Weitere Hintergrundberichte finden Sie auch auf unserer Homepage. Ich erwähnte sie schon, www.radiovatikan.de. Und dort finden Sie auch eine Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Er ist kostenlos, werbefrei und informiert Sie einmal pro Tag über die wichtigsten Dinge der Weltkirche und aus Rom. Ich nutze die Gelegenheit, Ihnen noch einige zu erzählen, wie es weitergeht mit dem Papst. Wir sind ja jetzt hier schon am Nachmittag vor Ort in Manila. Anschließend geht es in die Nunziatur, das ist die Papstbotschaft. Dort wird Papst Franziskus in privatem Rahmen speisen. Allerdings ist es so, dass in den letzten Tagen eigentlich jeden Tag irgendein ein nicht vorgesehener Programmpunkt auftauchte. Von daher könnte es sein, dass er vielleicht auf dem Weg noch einen Besuch macht, der nicht so geplant war. Morgen früh Ortszeit feiert Papst Franziskus um 7:15 eine Messe. Das ist bei uns dann um 0:15 Uhr. Und dann geht es auch schon zum Flughafen. Der Abflug ist um 10 Uhr Ortszeit geplant, das ist bei uns um 3 Uhr nachts. Und dann geht es direkt mit der Maschine von Manila nach Ciampino. Der Flug dauert 14 Stunden und 40 Minuten. Ich hoffe, dass sich Papst Franziskus dann ein bisschen erholen kann, denn hatte so ein dichtes Programm die letzten Tage gehabt. Mich wundert auch, dass er noch nicht erkältet ist, wenn man sieht, wie oft er im Regen stand. Und sowohl gestern wie auch heute war er oft im Regencape zu sehen, einfach weil es so viel regnete. Er ist ja auch, hatte ja mal eine Lungenkrankheit gehabt, sodass er nur noch einen Lungenflügel hat, aber die Energie dieses 79-jährigen Mannes scheint grenzenlos zu sein. We will spend a few moments of silent prayer. Maglalaan po tayo. Der Sprecher lädt nun die Anwesenden auch wieder zu einem Moment der Stille ein und der Betrachtung.
Es wird dann am Ende noch ein eigener Lichtritus vollzogen werden. Er steht symbolisch für die Mission, zu der die Gläubigen aufgerufen sind und gesendet sind. Mission zur Verkündigung der frohen Botschaft. Let us pray. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast gewollt, dass vor dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und dass alle Menschen durch ihn gerettet werden. Gib, dass wir in der Feier der Eucharistie alle Zeit für das Werk der Erlösung danken und unseren Herrn Jesus Christus ehren, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Es folgen nun die Grußworte. Zunächst einmal Bischof Villegas, der Präsident der philippinischen Bischofskonferenz. Holy Father, the sun is now setting on Manila Bay. The romantic poets among us. Heiliger Vater, die Sonne geht nun unter in der Bucht von Manila. Die romantischen Dichter unter uns bezeichnen den Sonnenuntergang in der Bucht von Manila als den schönsten der Welt. Der Sonnenuntergang beendet den Tag. Der Sonnenuntergang leitet über zur Dämmerung. Manche fürchten den Sonnenuntergang, da sie die Dunkelheit fürchten. Aber wir haben nun keine Furcht mehr. Denn gestern in Tacloban haben Sie uns gelehrt, dass die Angst nicht das letzte Wort hat. Ihre Liebe ist Taifun geprüft. In the many days and months and years ahead, we will always bask in the sunrise. In den vielen Tagen, die vor uns sind, werden wir an Sie denken, denn Sie haben uns Sonnenschein gebracht und er wird für viele Jahre helfen. Heiliger Vater, Sie sind unser Sonnenschein. For many days since you came last Thursday, it has been always a sunrise of smiles for us. Seitdem Sie am vergangenen Donnerstag angekommen sind, war es für uns Philippiner ein Sonnenaufgang. Wir fühlen den Regen nicht. Sie haben uns Freude gebracht. Sie haben uns Hoffnung gebracht. Sie haben uns Wärme gebracht. Sie haben uns Jesus gebracht. Holy Father, wenn Sie uns heute Abend segnen, versprechen wir Ihnen, wir werden Ihr Licht sein. Wir werden das Licht Jesu für Asien und die Welt sein. Wir werden die Welt erleuchten mit der Barmherzigkeit und dem Mitgefühl Jesu. Wir werden die Welt erleuchten mit der Freude des Evangeliums. Im Namen der Bischöfe der Philippinen bitte ich Sie, Heiliger Vater, meinen Dank für die heutige Feier der Fiesta de Santo Niño anzunehmen. Wir sind eine Nation, wie Sie sehen können, eine Nation von Kindern, schönen Kindern, heiligen Kindern, Kindern, die Gott lieben. Die Kinder der Philippinen sind ebenfalls unser Sonnenschein. Kinder sind unser Glück. Kinder sind unser Reichtum. Wir alle sind Kinder unseres liebenden Vaters im Himmel. Heiliger Vater, ich danke Ihnen, dass Sie ein Kind Gottes sind, mit uns und unter uns. Sie sind unser Vater. Und Sie haben uns gezeigt, dass Sie unser Bruder sind. Sie sind unser Freund. Sie sind unsere Inspiration. Sie sind unser Regenmantel im Regen. Und Sie sind unser Sonnenschein, wenn es wolkig ist.
Holy Father, you are our sunshine. Pope Francis, we love you. Papst Franziskus, wir lieben Sie. Nun spricht Kardinal Tagle. Beatissimo Padre, Most Holy Father, in the name of the Archdiocese of Manila, Heiliger Vater, im Namen des Erzbistums Manila, der Millionen von Menschen, Millionen Filipinos, die hier zusammengekommen sind heute Abend, in the name also of the people, im Namen auch der Menschen, der Regierung, des Militärs, der Polizei und der Sicherheitsleute, von den Medien, von den Pfarreien und den vielen, die unermüdlich für ihren Pastoralbesuch gearbeitet haben, und im Namen aller Philippiner, deren Glauben sie in den vergangenen Tagen gestärkt haben, möchte ich noch einmal meinen Dank aussprechen. Viel, viel Dank. Maraming, maraming salamat po. I know many people want to say thank you to you. Ich weiß, viele Menschen möchten Ihnen Danke sagen. Die Straßenkinder, die Waisen, die Witwen, die Obdachlosen, die Bewohner der Slums, die Hilfsarbeiter, die Bauern, die Fischerleute, die Kranken, die abandoned elderly people, die Alten, die verlassen sind, the families of missing persons, die Familien der Vermissten, the victims of discrimination, violence, die Opfer von Diskriminierung, Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel, the Filipino migrant die philippinischen Migranten und ihre Familien, die Überlebenden der Naturkatastrophen und der bewaffneten Konflikte, die nicht-katholischen Christen, nicht-christlichen Katholiken, die Anhänger nicht-christlicher Religionen, diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, besonders in Mindanao, and the whole of creation that groans, und die leidende Schöpfung, wir sagen erneut, maraming salamat po, Santo Padre. Herzlichen Dank, Heiliger Vater. You often end your meetings and encounters by saying, Sie schließen die Begegnung mit Menschen oft, indem Sie sagen, ich bitte Sie darum, beten Sie für mich. Wir Filipinos versprechen, für Sie zu beten. Aber wir wollen Ihnen auch versichern und Sie daran zu erinnern, Jesus prays for you. Dass Jesus für sie betet. Jesus selbst sagte zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. That your own faith will not fail. Your Holiness, you are blessed. Heiligkeit, Sie sind gesegnet. Jesus betet für Sie. How blessed you are. Sie sind so gesegnet. Jesus betet für Sie.
Wir, Ihre geliebten Filipinos, schließen uns Jesus an im Gebet für Sie zu Gott, dem Vater. Sie sind vor 3 Tagen auf den Philippinen angekommen. Morgen gehen Sie wieder. Jeder Filipino möchte mit Ihnen gehen. Don't be afraid. Aber keine Angst. Every Filipino wants to go with you, not to Rome. Nein, nicht nach Rom. To the peripheries. Sondern zu den Peripherien. We want to go with you. Wir wollen mit Ihnen gehen. Zu den Baracken. To the prison cells, den Gefängniszellen. To hospitals, den Krankenhäusern. To the world of politics, zu der Welt der Politik. Finanzen, Kunst, Wissenschaften, Kultur, Erziehung und Medien. Wir werden zu diesen Welten gehen mit Ihnen und das Licht Jesu bringen. Jesus ist die Mitte Ihres Pastoralbesuchs und der Eckstein der Kirche. Wir werden mit Ihnen dahin gehen, Heiliger Vater, wo das Licht Jesu gebraucht wird. Hier in Luneta, der Quirino-Hauptbühne, wo Helden geehrt werden, wo neu gewählte Präsidenten ihr Amt antreten und Päpste den philippinischen Gläubigen begegnen. Hier von diesem Ort, der neu beginne, bitte, Heiliger Vater, senden Sie uns aus als Ihre Missionare des Lichts. Senden Sie uns. Bevor Sie gehen, Heiliger Vater, senden Sie uns aus, Ihre geliebten Filipinos, um das Licht Jesu weiterzugeben. Und wo immer Sie das Licht Jesu leuchten sehen, selbst in Rom, selbst in Santa Marta, denken Sie daran, das philippinische Volk ist mit Ihnen in der Verbreitung des Lichts Jesu. Mabuhay ka, Santo Padre. Sabihin po natin, Mabuhay, Santo Papa. Es lebe der Heilige Vater, es lebe Christus. Let the light of Christ shine. Lass das Licht Christi leuchten. Paksindihan na po ang inyong mga kandila. Das waren sehr emotionale Worte. Und nun beginnt diese Zeremonie der Aussendung der Missionare. Und der Lektor trägt einen Text vor. Am Anfang war das Universum dunkel und kalt. Und der Geist schwebte umher und grübelte und flüsterte, es werde Leben, es werde Licht. Gott handed the light to human beings. Das Wort erging und es wurde Licht und Leben. Gott übergab den Menschen das Licht und sie gaben das Licht an ihre Kinder weiter und ihre Kinder gaben das Licht an ihre Kinder weiter. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt Gottes Licht auf. In der Dunkelheit eines Stalles in der Stadt Bethlehem wurde der Welt ein neues Licht geschenkt. Der eine, der im Anfang war, kam in die Welt. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
In the darkest hours just before sunrise, in den dunkelsten Stunden kurz vor Sonnenaufgang wich die Finsternis einer neuen Morgenröte, einer immerwährenden Morgenröte. Immerwährendes ewiges Licht leuchtete in der Welt auf. Das Licht wurde geteilt und die Menschen versuchten, es zu besitzen, um es für sich zu beanspruchen. Doch das Licht wurde nicht von der Finsternis erfasst. Das Licht ging an die über, die Gottes Wort liebten, die es übersetzten und es in die Hände von Gläubigen legten. Das Licht ging an die über, die Gottes Schöpfung zu verstehen suchten und ihre Wunder erforschten. Das Licht ging an die über, die die Würde der Menschen erkannten und kämpften dafür, den Armen Gerechtigkeit zu bringen und den Versklavten Freiheit. Das Licht wartet. Wer wird das Licht in unserer Zeit am Brennen halten? Wer wird das Licht in die Welt tragen? Wer wird das Licht weitertragen, wenn wir es nicht tun? Wer wird das Licht weitertragen, wenn du es nicht tust? Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben dieses Licht in der Taufe empfangen und wurden damit betraut, dieses Licht weiterhin hell brennen zu lassen. Wir haben gelobt, dieses Licht zu verbreiten, als wir gefirmt wurden. Ich bitte euch nun, haltet die Flamme des Glaubens in euren Herzen lebendig. Lebendig in euren Herzen. Lebt stets als Kinder des Lichts. Kinder des Lichts. Das ist die Mission. Die Sendung eines jeden Christen, Lumina Pandere, das Licht zu verbreiten und der Welt von Gottes Liebe zu erzählen. Der Chor singt nun die Hymne des Weltjugendtags 1995 in Manila. Tell the world of his love. Erzählt der Welt von seiner Liebe. Lasst uns der Welt von seiner Liebe erzählen, von der größten Liebe, die die Welt gekannt hat. Haltet in aller Welt Ausschau nach denen, die vom rechten Weg abgekommen sind und führt sie heim. Erfüllt die dunkelsten Winkel der Erde mit seinem Licht aus der Höhe. Geht jeden Schritt, jede Meile, jeden Weg, jede Straße und erzählt der Welt, ja, erzählt der Welt von seiner Liebe.
sehen. Es ist eine ganz wunderbare Stimmung. The Lord be with you. Papst Franziskus spendet nun den apostolischen Segen. Our help is the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Go forth. The mass is ended. Thanks be to God. Wir sind am Ende dieses Gottesdienstes. Papst Franziskus ist nun aufgebrochen zur Ausflugsprozession. Die Gemeinde singt noch ein Marienlied. Diese Heilige Messe ist der Abschluss und Höhepunkt dieser insgesamt siebten apostolischen Reise von Papst Franziskus. We invite everyone to remain where you are, as the Holy Father will go around once more to greet as many of us as possible. Let us all join in singing our final song, Pananagutan. Der Sprecher hat noch einmal alle eingeladen, an dort zu bleiben, wo sie sind, weil Papst Franziskus mit dem Papamobil noch durch die Reihen fahren möchte, um möglichst allen so nah wie möglich zu kommen. Da sieht man auch schon das Papamobil anrollen, dem dann Franziskus gleich durch die Reihen fahren wird. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Seien Sie uns weiterhin treu. Auch unsere Freunde der Partnerradios möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Radio Maria Deutschschweiz, EBTN-TV, KTV und alle anderen. Und diejenigen, die über Internet uns zugehört haben. Ich möchte mich verabschieden. Ich bin Pater Max Capabianca. Es war für mich eine Freude, mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst zu erleben. Und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und eine gute kommende Woche. Und falls Sie Lust haben, um 16 Uhr ist unsere Live-Sendung. Im Internet können Sie das gut hören oder auch über unsere Partnersender. Und um 20.20 Uhr nochmal in einer etwas längeren Version. Ihnen alles Gute.
Gottes Segen, hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus. Stop!